Ich bin hier in einer wunderschönen Schneelandschaft, nennen wir es einfach mal so. Und zwar bei einem Hügelgrab, um Schwarze, beim Weißkamm-Hügelgrab, um genau zu sein, um das nächste Schwarze Buch zu finden, wovon uns Meister Nelof erzählt hatte. Das ist die Quest Verlorenes Wissen, das wäre dann das nächste Buch, also das dritte dann. Wir hatten ja eins schon mal gehabt, wo wir zum ersten Mal Mirraak gesehen haben. Dann das zweite, der eine Ruine, und jetzt quasi hat er uns wohin geschickt, Meister Nelof, wo es noch so ein Buch geben könnte. Ja. Gucken wir mal, ob wir das Buch finden. Wie gesagt, ich habe überhaupt gar keinen Plan und sieht auf jeden Fall schon sehr schön aus. Wir liegen ganz viele Tote. Schön. Freue ich mich doch. Es macht auch Freude. Definitiv. Auf jeden Fall, also die haben hier auf jeden Fall gelebt. So viel steht fest. Ja. Ja, ich wohne auch immer im Vorraum von einem Hügelgrab. Und die das zugemacht, das hat dann wohl nicht so gut geholfen. Da liegt noch eine Leiche. Aber vielleicht war der auch besessen und dann wollten sie nicht, dass er rauskommt. Ja, falsches Game, aber wenn Theorie. Was habe ich denn für ein Schwert? Ich habe noch ein falsches. Sehe ich gerade. Ich hätte schon ganz gerne meine Klinge der Nachtigall zurück. Nach Möglichkeit. Hier liegen echt ganz schön viele Tote. Noch eine tote Spinne. Eine Albino-Spinne, sowas gibt es. Was? Okay, da gibt es noch eine lebende Spinne. Aha. Gut. Aber die hatten jetzt, niemand hatte eine Notiz dabei. Also ich weiß nicht, warum die hier liegen. Die gerne hier liegen. Da würde es reingehen. Und das ist quasi die andere Seite. Das kann ich nicht looten. Okay, also hier gibt's. Wow, Albino-Spinnen. Okay. Gehen wir doch mal hier runter. Sieht doch sehr schön aus. Es glitzert auch ein bisschen. Naja, okay. Ich glaube, ich habe keine Mod für Spinnennetze installiert. Nee, ich habe gar keine Mod für Spinnennetze. Flammenumhüllte Spinne? What the fuck? Was gibt's auch? Die kann ich ja nicht looten. Sie taucht zumindest nicht auf zum Looten. Jetzt ist sie auch durchgeglitscht. Aber ich habe keine Mod für. Ich habe zwar welche für Dungeons und für Höhlen drin, für die Texturen. Ich habe aber keine für Spinnenweben. Da wäre gut zu wissen, wenn. Müsste ich vielleicht auch nochmal schauen. Also stört mich jetzt per se nicht so. Aber ich glaube, wenn ich irgendwann das nochmal komplett neu mache, werde ich dann nochmal schauen. Bin ja nicht so ein Fan von Modpacks. Also manche sind schon echt cool. Habe auch schon mehrere ausprobiert. Aber irgendwas stört mich halt immer daran, weil irgendwie das für mich manchmal. Oh Gott. Nicht so. Weiß ich nicht. Das passt nicht so manchmal zusammen, finde ich. Ach, hier sind diese Flammendinger drin. Okay. Kann ich aber halt echt nicht looten. Biene kann ich hier. Okay. Schürfen. Wenn wir es mal schürfen. Was ist das denn hier für eine Höhle? Ja, manche Sachen inter also sind, passen für mich einfach nicht so gut zusammen, was es da gibt. Und dann sind da so viele andere Sachen drin, die ich nicht drin haben möchte, weil es ist immer noch ein Game und naja. Nicht was anderes. Also, wenn ihr wisst, was es so in manchen Modpacks gibt, dann ja. Fällt mir da nicht so. Deshalb. Die explodieren auch, diese komischen Feuerspinnen. Würde die ganz gerne vorher mal kaputt machen, bevor sie mich angreifen. Ne? Hab nicht so gut. Okay.
Gibt es jetzt nur diese Spinnen? Da unten ist noch mehr von denen. Von den Viechern. Und Banditen aufgerollt. Er sieht so. Der ist so gelb. Ich glaube, das ist ein. Das ist ein. Ah, nee, das ist so ein Schutzding, was er macht. Ah, okay. So eine Steinhaut oder sowas, nach dem Motto. Ist noch gar nicht wahrgenommen. Also es gibt ja hier irgendwie so einen Zauberspruch. Ich weiß nicht genau, wie der heißt. Aber es gibt ja sowas. Hätte ich gesehen, dass es so dann ausschaut. Noch ein Raufbold, nehme ich an. Bei die Plünderer. Aber kann das auch? Die haben das nicht immer. Also entweder ist es ein Bug oder die haben den Zauber halt. Nennt es jetzt mal Steinhaut. Ich würde aber sagen, es ist ein Zauber. Sieht sah nämlich schon irgendwie von der Struktur schon gewollt aus. Na komm, explodieren. Da würde es reingehen. Jetzt kann ich nochmal auf der anderen Seite nachschauen, ob es da noch was gibt. Wasser. Ja, da gibt es auch eine Treppe. Gucken wir mal. Ich würde erstmal hier oben gucken, bevor wir nach hier weitergehen, weil es kann sein, dass wir da lang müssen. Wenn es nicht nachher total verwinkelt ist und es quasi auch egal wäre, kann er sein. Ich erstmal hier. Das könnte da eine Tür hinter sein. Ja. Ist eine Tür hinter. Die Spinne hat die Tür geöffnet. Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ich finde es immer gut, dass Skelette Gold dabei haben. Oh Gott. Todesfürst. Oh ne, der hat mich angeschrien. Schön. Aber hier so ein Fürst? Todesfürst, meine ich natürlich. Ist der jetzt so krasser Loot? Eigentlich nicht. Sehe ich was? Ich habe in die Kisten reingeschaut, da war jetzt. Also, okay. Wer weiß, wie viele mich erwarten nachher beim Schrei. Wir noch einsammeln. Was mich aber noch wundert, ist, wir hatten ja einmal die eine Drachenseele, konnten wir einsammeln. Warum auf einmal? Weil ich dachte, bei Mira Ark schnappt die uns weg. Da hinten kommen wir bestimmt auch noch irgendwie. Da muss ich da irgendwie hinjumpen. Nee, das geht nicht. Da drüben geht es auch noch weiter. Ja. Und es sieht so aus. Das ist ein Balkon. Ja, ich gehe mal weiter. Irgendwie ist ja alles schief, fällt mir gerade auf. Ich wollte nämlich gerade sagen, seit wann laufe ich denn schief? Jetzt einfach alles schief. Ich glaube, ich laufe nicht schief. Ich glaube, das Ding ist schief. Jetzt wird's gerade. Ich habe schon gedacht, ich kriege jetzt komplette Macke. Ist hier noch was? Nö. Ja. Ja, hier geht's weiter. Hier kann ich wieder Herzstein. Rubine, Herzstein nehme ich mal mit. Ist ja scheinbar sehr wichtig.
Eiskammer Allerheiligstes. Da müsste es jetzt eigentlich zu Ende sein. Denke ich, nehme ich an. Vielleicht auch nicht. Ich finde es gut, warum liegen die denn hier schon tot, die Droge? Ich spreche das immer falsch aus, ihr wisst, was ich meine. Haben wir mal ein paar Spinnen? Warum sind manche hier schon... Okay, die können sich auch so schmeißen. Normaler Bandit? Also seine Steinhaut ging auch weg, also es soll eine Steinhaut sein. Ist ja krass, dass sie sowas können. Und ziehen aber irgendwie... Alter, nicht so viel. Ach, der wirft damit. Ah, okay. Merilia Renders. Merila Render. Tagebuch nehme ich mal mit. Den Käfigtürschlüssel auch. Ah, das sind so eine Schriftrollen. Okay. Wer ist sie denn? Es tut mir leid, das interessiert mich gerade. Ich habe noch keine Info bekommen. Die Banditen, die sind ja hier irgendwie anders. Möchte ich mal kurz gucken. Das heißt, wieder Geschichtsstunde. Ich weiß genau, was er plant. Glaubt er wirklich, er kann den Ruhm für die Entdeckung dieser Spinnen ganz für sich allein beanspruchen, wenn er das nächste Mal den Sicherheitskäfig betritt, um zu tun, was auch immer... Was immer er auch mit diesen Spinnen tun will, werde ich die Tür verschließen. Dann hat er keine andere Wahl, als mir zuzuhören. Was meint er damit, dass ich nicht ganz richtig im Kopf sei? Eine Frage. Mit mir ist alles in Ordnung. Er ist es, der mir meine Entdeckung streitig machen will. Glaubt er, dass ich nicht sehe, was er tut? Mit mir ist alles in Ordnung. Alles. Er redet mit mir, als sei ich verrückt. Ich bin nicht verrückt. Er sagt, dass ich verrückt sei. Sagte ich, dass ich verrückt sei? Ich werde ihm zeigen, was es bedeutet, verrückt zu sein. Ach was. Er wird ja sehen, was wahre Macht ist. Wahre Macht. Der Gesang, den wir eben außerhalb der Hauptkammer gehört haben, muss bedeuten, dass es dort etwas extrem Mächtiges gibt. Wenn ich diese Energie zu fassen bekomme und zurückbringen kann, wer weiß, welche Entdeckung wir dadurch machen könnten. Mehr gibt es nicht. Also irgendwo müsste noch ein Dude sein, den... Wie? Vielleicht eingesperrt hat. Also. Nehme ich mal an. Weil irgendjemand hat sie eingesperrt. Und ich habe einen Käfigschlüssel eingesammelt. Mal gucken, ob wir die Person noch finden oder ob die Person tot ist. Ich würde jetzt mal nach da oben gehen und dann da hinten hochgehen. Er hätte mir ja um diesen Spinn beworfen, ey. Ging die aber zurück. Jetzt habe ich auch ein paar von diesen Spruchrollen. Da hinten geht es auch noch weiter. Da muss ich auch hin. Okay, dann gehen wir jetzt in die andere Richtung. Und dann erst in die andere Richtung. Also erst hier durch die Tür. Müsste ja nur ein einzelnes Zimmerchen sein. Was ja sein können es. Und da eine Tür. Tür ist. Geht's jetzt hier runter? Ist doch größer als gedacht, oder? Eieiei. Ist Wasser. Ah, ich bin unten drunter. Diese. Oben ist ein Gitter. Über mir. Und es ist gleich von dem Raum, aber hier ist es sehr dunkel. Ich bin quasi jetzt unter dem Raum, wo ich gerade war und gegen die gekämpft habe. Okay. Auch cool, dass es hier sowas gibt. Mag ich. Ganz viele Rubinen. Ich weiß zwar nicht, wofür ich das jetzt brauche, weil ich habe genug Rubine, aber okay. Was man hat, hat man. Werde ich jetzt ja.
Also wieder hoch auf die andere Seite und dann weiter zum schwarzen Buch. Also ich habe keinen Plan, wie groß dieser Dungeon ist, ja. Es kann sein, dass es sehr lange dauert oder auch nicht. Wir werden es sehen. Moment noch, aber ich würde gerne den Typen finden, den sie eventuell noch eingesperrt hat. Manchmal mag ich die Stories, die da kommen oder was sie sagen. Ist immer so. Ja. Aufeinander abgepasst. Gibt auch so andere Kleinigkeiten, auch random Sachen, die man in der Umgebung findet, die eigentlich ganz cool sind. Liegt auch schon wieder jemand tot. Vertrauenserweckend. Vertrauenserweckend. Wie immer. Darf nichts mehr einsammeln. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Spinnen. Danke. Also müssen die mit. Das muss ja. Die all die flammenummantelten Spinnen können ja quasi aus den Albino-Spinnen vielleicht entstanden sein. Es sieht ein bisschen so aus. Irgendwie so eine Mutation. So eine Mutation aus der Mutation aus der Mutation. Da ist ein Käfig. 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 Ja, ich habe ja einen Schlüssel da verwendet. Ich muss es nicht aufbrechen. Hä? Okay. Da sind ganz viele Gegner. Oh, schön. Es gibt gar keine Musik. Hier in dem Teil. Auf jeden Fall das Wohnzimmer gefunden, sagen wir es so. Okay. Die haben auch nicht wirklich was gemacht. Die haben auch so gar keine Geräusche gemacht oder so. Ein bisschen weird. Also finde ich, irgendwie war das gerade so. Okay, was gibt's hier noch? Und die waren eingesperrt. Aber es war doch nur von einem Typ die Rede. Und ich konnte nicht mit denen sprechen. Finde ich ein bisschen schade. Normalerweise, wenn so bei solchen Aktionen kann man doch meistens irgendwie reden mit denen. Um noch mehr in Erfahrung zu bringen. So, gehen wir noch nach da oben. Was da noch versteckt ist, außer Spinnen natürlich. Okay, hier ist aber noch ein Käfig. Mit jemand. Totem. Servus Renders. Er heißt wie sie mit Nachnamen. Er hat auch ein Tagebuch, ich glaube. Von ihm war die Rede. Vorhin in einem einen Tagebuch. Dann gucken wir mal, was hier das Problem ist. Es ist ja hier etwas. Der Servus-Tagebuch. Sie hat es schließlich getan. Ich wusste, dass sie eines Tages durchdrehen würde. Ich hätte besser verschwinden sollen, als ich noch die Chance dazu hatte. Die ungenutzte Kraft dieser Spinnen ist Merilia schlussendlich zu Kopf gestiegen.
Wer hätte gedacht, dass diese winzigen Albino-Wesen die Fähigkeit besitzen, solche Magie zu beherrschen? In diesem Käfig eingesperrt zu sein, ist natürlich frustrierend, aber es hilft mir dabei, mich noch mehr auf meine Arbeit zu konzentrieren. Naja, wenn man nichts anderes machen kann. Was dachte sie, dass ich tun würde? Als meine Schwester hätte sie wissen müssen, wie sehr mir diese Arbeit am Herz liegt. Andererseits kann ich ihr für ihre Handlungen keine Schuld geben. Wer weiß, welche Dämpfe bei diesen Experimenten erzeugt wurden oder welche Auswirkungen sie auf das menschliche Gehirn haben. Wenigstens geht es mir gut. Oder geht es mir schlecht, doch ich glaube das Gegenteil. Könnten diese Experimente auf mich die gleiche Wirkung haben wie auf sie? Unglaublich. Es scheint, als könne man jede der Grundspinnen mit einem Modifikator kombinieren, um ihr Verhalten zu verändern. Ein Beispiel. Kombiniert man einen Albino-Hinterleib mit einem Rubin, scheint dabei eine Spinne zu entstehen, die ihre Feinde anspringt und dann explodiert. Geil, das muss ich ausprobieren. Doch wenn man einen Salzhaufen dazu gibt, entsteht zwar die gleiche Spinne, doch statt zu springen und in der Luft zu fliegen, stößt sie Flammen heraus. Ich werde weitere dieser Verhaltensmuster ausprobieren. Aber es scheint, dass die Banditen, an denen wir die gedankenkontrollierenden Spinnen ausprobiert haben, noch immer eingesperrt sind und Mirelia war nicht sonderlich begeistert, sie für meine Experimente freizulassen. Vielleicht sind es zu viele für sie. Jetzt sind es null. Ich hörte heute vor ein paar Stunden, wie sie mit sich selbst redete. Sie sagte Sätze wie, die Spinnen gehören mir, sie werden auf mich hören. Was genau hat sie vor? Ich hoffe, dass sie nicht versucht, den versperrten Raum in der Hauptkammer zu betreten. Sie weiß, dass wir den Zugang zu diesem Raum deswegen versperrt haben, weil wir seltsame Gesänge aus seiner Richtung hörten. Andererseits ist das, was sie wusste, nicht unbedingt das, was in ihrem gegenwärtigen Zustand von Bedeutung ist. Ich hoffe, dass es ihr gut geht. Das ist krass, sie hat sich doch gar nicht mehr um dich geschert, mein Lieber. Also, ich meine ja nur, sie hat sich nicht mehr um ihn geschert. Und hier ist dieses Ding. Durchdringungsschalter. Wenn ich da jetzt einen Rubin reinpacke. Ich habe ja keine Spinne, ich muss beides reinpacken. So ein Albino-Dingelbummel. Albino-Dingelbummel. Wo ist denn das? Hier vielleicht? Nö, warum ist denn das nicht unter meinen Zutaten? Was ist echt hier drunter? Beschädigter Hinterleib. Und Rubin. Einen. Okay. Aktivieren. Rezept explodierende Flimsch hinzugefügt. Okay. Und Salz gibt's auch noch. Ich würde dann einfach mal, deshalb ist auch hier die Ruine, ein bisschen was hinzufügen. Und einfach mal mir ein paar Schriftrollen herstellen. Ich meine, man kann es wahrscheinlich eh für nichts anderes. Upsila. Für nichts anderes verwenden. Ich habe da irgendwas reingepackt, was ich nicht reinpacken wollte. Ah ja. Alles rein da. Und Rubine habe ich auch. Irgendwas gerade reingepackt. Halloween ist tot. Habe ich aus Wissen reingepackt. Muss ja immer wieder raufklicken. Also ich habe das zwar befüllt, aber ich muss für jedes Rezept einzeln einmal den Schalter aktivieren. Das alle. Okay, jetzt habe ich keinen Rubin mehr. Oh, cool zu wissen. Jetzt habe ich ein paar von diesen explodierende Flammen umhüllte und hüpfende. Naja. Ich weiß noch nicht, wofür ich das brauche, aber für irgendwas bestimmt. Also, meine nur.
Habe ich hier eigentlich für Bücher dabei? Und warum kann ich schon nichts mehr wieder tragen? Geht hier einfach mal zu weit. So, die wiegen doch gar nicht so. Die wiegen vielleicht doch insgesamt ein bisschen mehr, als was ich gedacht hätte. Kann ja mal passieren. Ich kann gar nicht so viel wegschmeißen. Eine Idee. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe doch meine Haustiere. Kann ich ja mal rufen. Irgendwo hier war das. Ich weiß nicht, ob ich die entleert habe. Die kommen sogar hier hin, obwohl ich nicht den Himmelsrand bin. Er hat ein Problem. Hilda ist aber noch immer voll, weil ich so schlau bin. Und seit Ewigkeiten ist es also die ganze Zeit nicht leere, weil ich nie zu Hause bin. Windelt. Siebeck. Das ist jetzt etwas schade. Na, dann schmeiße ich jetzt den ganzen Barren weg. Selbst wenn, aber es würde nicht ausreichen, oder? Da muss ich jetzt kurz nach Hause reisen. Ich habe doch so einen Trank der Stärke und das ganze Zeug einmal abliefern. Müsste reichen, 40 Punkte. Ah, ich kann nicht rausreisen, ne, oder? Ich glaube, ja. Umsonst getrunken. Ach, Mensch. Dann laufe ich kurz raus und gehe dahin. Okay, wir haben ja alles geguckt und ich habe meinen Rucksack geleert. Bin gerade mal alles hierher gelatscht. In den Dungeon. Und was jetzt auf war, ist... Ach ja, genau, wir müssen da unten. Ja, hier hoch, meine ich. Unten waren wir ja gewesen, hier hoch. Na dann. Ein bisschen blöde, weil ich es unterbrochen hatte, aber es war mir dann doch zu blöd, wenn ich die ganze Zeit vergesse, mein Inventar aufzuräumen, beziehungsweise meinen Rucksack in dem Fall. Noch was? Müsste ja irgendwo, wir sind ja schon in dem Allerheiligsten. Normalerweise gibt es hier ja dann auch eher so einen Drachenschrei oder so. Und irgendwas passiert. Okay, da ist ein Drachenschrei. Oh Gott, was ist das denn? Speicher mal. Oh, leck. Okay. Vulkan. Holy moly, was ist das denn? Okay. Er hat Konfetti-Blut. Warum greift er nicht an, wenn ich mal fragen darf? Er greift halt nicht an. Warum? Ist er kaputt? Er hat ja einen Beschwörungszauber und Eis in der Hand. Unterbreche ich ihn die ganze Zeit? Also du... Der sieht schon cool aus. Aber er macht nichts. Okay, Konfetti-Blut einmal komplett. So, erhöht Frostresistenz um 50% und Frostzauberschaden um 25%.
Erstes Buch. Erstmal den Schrei. Bevor wir gleich noch irgendwo hin teleportiert werden. War ich jetzt hier dran? Ja, okay, das haben wir. Das haben wir. Gibt es ja noch was anderes? Okay, das ging jetzt doch fixer als gedacht. Der Kampf war jetzt leider nicht so episch. Es tut mir wirklich sehr leid. Da ich nicht weiß, was das für ein Buch ist. Letztes Mal, als wir im Buch waren, war das ja ein längeres. Kein Rätsel, aber quasi eine andere. Ja, wir waren in der Welt. Ich nenne es immer Welt. Eine andere Welt. Deshalb würde ich hier einen Cut machen und beim nächsten Mal sehen wir uns im Buch. Ich habe mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ciao.